Wir sind an den Mauern der Kirche. Da hat es eine grosse Überraschung für die Archäologen. Die zeigen uns jetzt der Edi Schreiber. Gehen wir gleich mal ein, Edi. Jetzt sind wir hier also unter der Mauer der Kirche, Edi. Was sieht man denn da genau? Ja, Andreas, da hast du recht, wir sind unter der Kirche. Und da sehen wir unsere Vorgängerkirche, die alten Grundmauern, die da noch vorhanden sind. 1986 bis 1988 haben wir unsere Kirche umgebaut. Und in dem Zusammenhang hat man unten hier Ausgrabungen gemacht. Murgmon ist fast 1000 Jahre älter geworden. Von wann ist denn die älteste Kirche? Die älteste Kirche ist vom 7. Jahrhundert. Und seitdem sind immer da, immer Kirche gestanden. Gehen wir mal hier hinten. Wie ihr seht, hier sind die Grundmauern von der Vorgängerkirche. Und die haben wir eben aufgezeichnet, hier im Bild. Das war sensationell für uns. Wir haben gewusst, wie die Altkirche ausgeschaut hat. Der Feldkirche, Straßenbaumeister Ferdinand Bachmann, aufgezeichnet. Und zwar 1826 schon. Das ist der Grundriss, ein Schnitt im Grundriss. Oder? Man sieht hier den Altar, Seitenaltar, Sackgestein und der Turm. Die Kirche war sehr baufällig. Man sieht sogar hier einen grossen Riss, der hinter der Kirche drin war. Also das sind wir eigentlich gewusst, darum haben wir angefangen. Von dem Bild sind wir ausgegangen. Da sind wir ausgegangen. Wir haben gewusst, dass die Kirche, die hier gestanden ist, sind sie noch zwei Vorgängerkirchen zum Vorschein gekommen von dieser Kirche. Das war die Vorgängerkirche bis 1842. Aha. Und aus dem 14. 15. Jahrhundert haben wir eine romanische Kirche gehabt. Ich finde das schon super, wenn man hier einfach durchlaufen kann und alles anschauen kann. Was findest du da sonst noch Besonderes, Edi? Ja, als erstes ist es, dass man durchlaufen kann. Man hat Abstand. Das ist nicht überall so bei den Ausgrabungen, dass man unten rein kann. Vielmehr muss man die wieder einfüllen. Aber wir zum Murhund oder eine Spezialdecke können das so machen, dass man da unten reinlaufen kann. Und eben speziell ist auch, dass wir da unsere alle alte Kirche an einem Ort da haben. Die Kirchen sind immer da gestanden und wenn man größere Baute über die andere Kirche hergebaut. Das ist besonders und eben geht dort zurück bis ins erste, zweite Jahrhundert, wo wir hinten von den Römern noch einen Rest von einem Römerhaus haben. Edi, ihr habt ja denn da auch noch Vorfahren gefunden? Ja, das haben wir. Und zwar muss man sich das so vorstellen, um die Kirche herum ist immer wieder wie jetzt auch. Und bei der alten Kirche war das so, als man eine Ausgrabung hat, sind die Gräber zum Vorschein gekommen. Es ist sehr interessant auch für Nachforschungen. Man kann aus diesen Toten viel herauslesen. Natürlich Frau und Mann oder wie alt und auch teilweise auch Krankheiten kann man feststellen. Und die Toten haben wir hier wieder ausgraben und haben sie hier beigesetzt. Jeder hat sie Fach übergekommen und die letzte Ruhestätte, die sie hier jetzt gleich noch in dem Raum haben, wo sie beerdigt worden sind. Jetzt haben wir hier einen Haufen Mauern gesehen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu haben. Aber Edi, für das hast ja du hier die Modelle parat gemacht. Ja, da haben wir ein Modell von der alten Kirche. Also das ist die jetzige Kirche. Also da, wenn man die Kirche anschaut, ist hier der Chor. Der geht nach Westen, Sakristei und der Turm. Was wir hier haben, im klassizistischen Stil. Und das ist die Vorgängerkirche, die 1842 abgebrochen worden ist. Und mit dem gotischen Chor, typisch die Stütze auf der Tafel der Gotik, Sakristei, Turm und eine Eingangshalle. Dann kommt die romanische Kirche mit dem Rundbogenchor. Dann die frühromanische Kirche, die zurückgeht bis ins 7. Jahrhundert. Du, die Modelle hast du alle richtig aufgestellt. Wieso schaut denn der Turm mit dir richtig und nicht wie da? Die alten Kirche, sie sind alle nach Osten ausgerichtet. Osten ist da. Und unsere Kirche ist gerade umgekehrt da. Ist noch, der Altar ist da drin, der Chor ist nach Westen ausgerichtet. Das war so, als man die Kirche gebaut hat, 1842. Da hat man die Kirche gebaut und hat festgestellt, dass hier der Grund schlecht ist. Dann hat man einfach gesagt, ja, wir tun die Kirche umdrehen. Und ist jetzt die Kirche halt nach Westen ausgerichtet, anstatt nach Osten. Aber heutzutage ist das nicht mehr so wichtig. Aber früher war das schon wichtig, weil nach Osten war der Aufgang der Sonne. Danke vielmals, Edi, für die Führung. Es war sehr spannend, was du da erzählt hast über die historischen Mauern von Mauern. Ja, danke, ich habe es auch gerne gemacht.